Hey, ich teile meine Erfahrungen zu meinem 3 Wochen alleine Experiment, das ich gemacht habe in Thailand. Für alle, die es noch nicht wissen, die meine Videos noch nicht verfolgen, ich habe immer wieder Angst vorm Alleinsein. Und dann mache ich so kleine Challenges für mich, wo ich mich dem aussetze und einfach ja, mich liebevoll damit konfrontiere, allein zu sein. Und ja, ich war dann die letzten 3 Wochen in Thailand alleine. Und zwar war es ja so, dass ich vorher mit einigen Freunden dort war. Da waren wir so circa 2 Monate, über 2 Monate zusammen, zum Teil 24 Stunden am Tag und ja, das war dann schon ein heftiger Umschwung, nachdem ich dann da alleine war. Und ich war schon ganz oft alleine reisen. Also ich kenne das eigentlich. Ich wohne auch, habe auch alleine gewohnt, als ich noch eine Wohnung hatte. Also es gibt immer so Phasen, wo es ein bisschen besser ist und schlimmer ist. Und in der Zeit in Thailand war das aber, oder davor war das schon immer wieder stärker da. Und bisher habe ich das immer so gemacht, wenn ich allein auf Reisen war, dass ich aus dieser Angst heraus, dass ich nicht alleine sein wollte, habe ich immer Leute angequatscht. Ja, aber es war halt immer von dieser Angst getrieben. Und das wollte ich einfach diesmal nicht machen. Meine Regel war, niemanden anzusprechen. Ja, niemanden ansprechen und einfach das, was passiert, passiert. Und ja, ich war dann, hatte mir dann einen Bungalow gesucht und die Frau, die sich dort um alles gekümmert hat, mit der musste ich natürlich sprechen, so, ne? Und die war sehr gesprächig und mit der habe ich dann ab und zu mal so gesprochen und auch so in dem Hostel, wo ich war, gab es immer wieder so kleine Gespräche, was mir immer wieder Halt gegeben hat. Und ich habe auch in Pens Fruchtstand, wo wir vorher auch schon immer waren, saß eine Frau neben mir. Wir haben beide Kokosnuss getrunken und naja, da sitzt man so nebeneinander und kommt ins Gespräch. Aber es war halt nicht so von dieser Angst getrieben, sondern es ist so ein natürliches Gespräch entstanden. Ja, und dann hatte ich also die eine von meinem Hostel, die da die Vermieterin war und eine von dem Fruchtstand, die auch gerne den Kontakt halten wollte. Und diese 2 Personen, die kamen da so in mein Leben, wie Engel geschickt, quasi, nachdem die anderen abgereist waren. Ohne dass ich jetzt irgendwie den Kontakt gesucht habe, kamen die und dann hatte ich sozusagen 2 Menschen da, die gerne was mit mir machen wollten. Und das finde ich eine sehr komfortable Situation, weil wenn ich will, kann ich was mit denen machen und wenn nicht, dann was alleine. Aber meine Challenge war ja auch, möglichst viel Zeit mit mir allein zu verbringen. Und das habe ich auch gemacht. Also ich war wirklich viel alleine. Ich habe mir die Zeit schön gemacht. Das ist ein Geheimnis davon, dass sozusagen, wenn ich jetzt nicht von der Angst getrieben bin, sondern ja, dass diese Zeit mit mir schön sein darf. Ja. Ich war viel schwimmen, ich war am Meer, habe einfach in der Sonne gelegen, ich habe mir leckere Früchte gekauft und habe mir schönes Essen zubereitet oder halt Früchte gegessen und also war auch manchmal Essen. Das fand ich dann auch immer eine Herausforderung, alleine essen zu gehen. Aber ich habe dann einfach zum Beispiel eine Essensmeditation gemacht und da geht es ja sowieso darum, einfach ganz bewusst das Essen wahrzunehmen und sich nicht ablenken zu lassen. Und das Thema Ablenkung ist sowieso Punkt in dieser Zeit. Ich war sozusagen nicht abgelenkt durch irgendwen anderen. Das, was ich gemerkt habe mit der Zeit, dass sich die Verbindung zu mir immer mehr verstärkt hat. Die Beziehung zu mir ist stärker geworden. Ich habe mich besser kennengelernt in dieser Zeit, wo ich mit mir alleine war.
Und ich habe immer wieder geübt, einfach das Schöne in dem Moment zu sehen. Ja. Weil das ist diese Umprogrammierung. Ich hatte halt in der Kindheit eine Zeit, wo ich sehr viel unfreiwillig alleine war, also weil meine Eltern einfach viel arbeiten waren und ich ja quasi allein zu Hause war, sehr selbstständig, sehr früh. Und diese negative Erinnerung oder diese Erinnerungen, die so negativ belegt sind, ja, die langsam Schritt für Schritt umzuprogrammieren. Also wenn du auch diese Angst hast vorm Alleinsein oder dieses schlechte Gefühl, wenn du mit dir alleine bist, dann schau vielleicht mal, wo das herkommt, wo das angefangen hat, warum das so ist. Ja. Und wie gesagt, das war wirklich, ja, jetzt so fazitmäßig eine sehr schöne Zeit. Schöner, als ich es gedacht habe. Ich hatte vorher schon Schiss davor, dass dann alle weg sind. Und ja, alles, das war zum Beispiel auch noch was mir geholfen hat. Also viele Orte, Plätze, wo ich dann war, war ich ja vorher mit den anderen. Und dann war ich immer in Verbindung mit denen. Und das war ganz schön. Und was auch sehr schön war daran ist, dass ich halt nicht mehr diesen Druck gemacht habe, ich muss jetzt jemanden kennenlernen, sondern halt ja ganz natürlich das Leben mir Menschen gebracht hat. Ich habe jeden Tag kleine Situationen gehabt am Obststand, am Meer, wenn ich essen gegangen bin oder wenn ich abends tanzen gegangen bin oder so. Ne? Das habe ich alles allein gemacht, aber ich habe dann dort immer kleine Begegnungen gehabt und die haben mich dann genährt, sozusagen diese sozialen Kontakte, die ich dann hatte. Und den Rest der Zeit habe ich mir mit mir schön gemacht. Das ist halt auch wichtig, ne, dass ich dann nicht da sitze und denke so, ich habe mich nicht mit mir gelangweilt. Ja. Und ich schätze mal, dass das irgendwann sich so stark verinnerlicht, ja, dass es schön ist mit mir, dass dieses negative Gefühl, was ich damit verbinde, dass sich das langsam immer weiter auflöst. Ja, und ich habe ja auch immer mehr liebe Menschen in meinem Leben, denen ich wichtig bin, die mir wichtig sind. Und ich weiß, ich bin eine gute Freundin und von daher ja, ist eigentlich diese Angst mittlerweile sehr, sehr überflüssig. Aber sie ist halt, taucht halt immer noch manchmal auf. Ja. Okay, ich lasse es mal dabei. Ich freue mich sehr, wenn du deine Erfahrung in die Kommentare schreibst. Und ja, ich habe auch ein Video gemacht zum Thema Ängste überwinden. Das kannst du dir vielleicht auch mal anschauen. Verlinke ich auch in der Infobox, in der Infokarte oben. Und ja, schau sonst mal in die Infobox, ob du da irgendwas Interessantes für dich findest. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis bald.